Spanien, die Geisterdörfer. Tausende Ortschaften, in denen niemand mehr lebt, stehen zum Verkauf. Denn die Regierung hat sich bis jetzt nicht um das Thema Landflucht gekümmert. Herzlich willkommen beim Weltjournal. Es ist ein Problem überall in Südeuropa. Ganze Dörfer verfallen, weil dort niemand mehr lebt. Sie sind das jüngste Ziel von Immobilienspekulanten. Auch in Spanien. Dort zählt man 3.500 sogenannte Geisterdörfer. Eine Agentur, die sich auf den Verkauf dieser Siedlungen spezialisiert hat, hat im vergangenen Jahr 40 davon verkauft, zumeist an Ausländer. Was aber, wenn junge Spanier die Dörfer einfach so in Besitz nehmen und versuchen, ihnen neues Leben einzuhauchen? Dann gibt es Widerstand, berichtet unsere Reporterin Julieta Rudig, die sich den Immobilienmarkt Geisterdorf in Spanien genauer angesehen hat. In Spanien gibt es an die 3.500 verlassene Dörfer. Meine Reise beginnt im Nordosten des Landes. Wie ich erfahren habe, steht hier ein ganzes Dorf oder was davon übrig ist, zum Verkauf. Um genauere Informationen zu bekommen, treffe ich mich mit Elvira Fafian. Sie ist Immobilienmaklerin und hat sich auf den Verkauf solcher leerstehender Ortschaften spezialisiert. Ihre Kunden sind sowohl Spanier wie auch Ausländer, die aus den Ruinen Hotels machen wollen oder ein ruhiges Plätzchen für ihre Pension suchen. Wir haben zurzeit an die 250 kleine Siedlungen zum Verkauf. Jeder besteht aus 3 bis 4 Häusern. Alle haben einen eigenen Ortsnamen. Und wir verkaufen auch an die 30 größere Dörfer, wie dieses hier. Wenn ich dieses Dorf Esplada kaufen wollte, was brauche ich dafür? Sie brauchen sehr wenig. Einfach einen Plan, eine Vorstellung davon, was Sie damit machen wollen und das nötige Geld. Wir setzen uns dann mit den lokalen Behörden in Verbindung, um zu veranlassen, dass im Dorf die Grundversorgung zur Verfügung gestellt wird. Sanieren Sie das ganze Dorf oder nur einen Teil davon? Esplada ist etwas Besonderes. Es hat den Vorteil, einem einzigen Eigentümer zu gehören und der Verkaufspreis ist günstig. 280.000 Euro, weil es viel zu sanieren gibt. Für ein ganzes Dorf, inklusive 83 Hektar Wald. Für diesen Preis bekommt man in Wien mit Glück eine einfache Wohnung. Die nächste Station auf meiner Reise ist Fraguas, kaum 100 Kilometer von Madrid entfernt. Während in der Hauptstadt über 3,2 Millionen Menschen leben, ist das Umland die Region der EU mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Die Spanier vergleichen die Region gerne mit dem menschenleeren Norden Skandinaviens und nennen sie das Lappland des Südens. Fraguas liegt mitten in einem Naturschutzgebiet. Das verlassene Dorf wurde von einer Gruppe junger Menschen zum Teil wieder aufgebaut. Sie haben keine offizielle Erlaubnis, hier zu leben, und die Behörden wollen sie daher vertreiben. Daniel und Auri holen mich an der Landstraße ab. Über ein Dutzend junger Menschen lebt hier, doch ihnen droht jederzeit die Zwangsräumung. 6 von ihnen wurden wegen illegaler Inbesitznahme zu 1,5 Jahren Haft verurteilt. Doch keiner von ihnen will aufgeben. Sie wollen friedlich Widerstand leisten. Die ursprünglichen Bewohner wurden vor 50 Jahren, zu Zeiten der Franco-Diktatur, vertrieben. Das Gelände hier diente bis vor kurzem für Militärübungen. Anders als das Dorf Esplada sind die Grundstücke mit den verfallenen Häusern hier nicht im Privatbesitz, sie gehören dem Staat. Die Regionalregierung von Castilla-La Mancha untersagt die Besiedelung. Der Traum der jungen Leute, ein autarkes Leben in ihrem eigenen Ökodorf zu führen, steht vor dem Aus.
Unsere Idee ist es, ein Leben in einer Gemeinschaft zu führen, die so wenig wie möglich braucht. Wir wollen von dem leben, was uns der Boden gibt, und uns selbst verwalten. Hier werden alle Entscheidungen von den Dorfbewohnern gemeinsam getroffen. Alle sind gleichberechtigt. Wir suchen eine alternative Lebensweise, die auf Nachhaltigkeit Wert legt. Wir tun niemandem weh. Wir fügen weder dem Wald noch den Menschen in der Umgebung Schaden zu. Wir zeigen eine der möglichen Lösungen auf, um Landflucht zu verhindern. Wir gehen in die Nachbardörfer einkaufen und tragen so auch zur Belebung der lokalen Wirtschaft bei. Wir haben uns für diese Region entschieden, weil sie eine der am wenigsten bewohnten Gegenden Europas ist. Hier leben weniger als 2 Menschen pro Quadratkilometer. Da die Politiker immer öfter das Problem der Landflucht ansprechen und das Landesinnere fast menschenleer ist, haben wir uns vorgenommen, unser Projekt hier umzusetzen und ein Dorf wieder aufzubauen, in dem es vor Jahren Enteignungen gab. Aus ganz Spanien und aus dem Ausland kommen Gleichgesinnte, um die Bewohner von Fraguas zu unterstützen. Die jungen Leute verkörpern die Sehnsucht nach einem weitreichenden gesellschaftlichen Wandel und einer Abkehr von der Konsumgesellschaft. Begonnen hat alles 2013, ein paar Jahre nach Beginn der Wirtschaftskrise. Spanien war, nach Griechenland, das EU-Land mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit. Jeder Zweite unter 25 hatte keinen Job. Das Versagen der Politik befeuerte die Kritik an der bestehenden Ordnung. Inzwischen gibt es auch viel Unterstützung im Internet. Das ist meine Schwester. Sie lebt in Dublin und sie hat uns ein Foto als Unterstützung geschickt. Das ist mein Vater. Er ist Informatiker. Und meine Mutter hat viele Jobs gehabt, aber sie hat ihre Arbeit verloren und ist arbeitslos und wartet auf ihre Pensionierung. Daniel ist gelernter Baumeister. Ab und zu nimmt er Gelegenheitsjobs in der Stadt an. Doch vor allem werden seine Fähigkeiten hier gebraucht. Laut Staatsanwaltschaft ist das hier ein Naturschutzgebiet, wo es verboten ist, ein neues Dorf zu errichten. Aber das Dorf hier ist nicht neu. Die ehemaligen Bewohner wurden enteignet. Es war seit dem 14. Jahrhundert ein Dorf. Unter der Franco-Diktatur wurde es zur Aufforstung zwangsgeräumt und als Wald deklariert. Auf Grundlage dieses Dokuments aus der Diktatur wurde jetzt das Urteil gefällt. Die Fichtenwälder haben die Felder und die heimische Vegetation verdrängt. Ganze Landstriche wurden in den 1960er Jahren zugunsten der Industrialisierung entvölkert und aufgeforstet. Die Menschen zogen in die Städte. Ich fahre weiter, Richtung Norden. Sarnago liegt auf 1200 Metern Höhe in der Provinz Soria. Auch hier Fichtenwälder, soweit das Auge reicht. Sarnago ist nur im Winter unbewohnt. Ehemalige Dorfbewohner haben einen Verein gegründet, um die Ortschaft wiederzubeleben. Sie haben einige Häuser saniert, um den Sommer hier zu verbringen. Milagros und ihr Ehemann Jesus sind im Verein sehr engagiert. Auf eigene Kosten haben sie Wasser und Strom eingeleitet und einige der alten Häuser saniert. Milagros lebte in Sarnago bis zu ihrem 22. Lebensjahr. Dann zog sie nach Pamplona und arbeitete als Reinigungskraft. Ihre Eltern folgten ihr 1970 nach. Nicht alle gingen freiwillig. Viele wurden regelrecht in die Industriezentren gedrängt. Unter der Franco-Diktatur gab es hier Zwangsenteignungen. In den großen Städten im Baskenland oder in Madrid brauchte man Arbeitskräfte. Und dem Regime ist nichts Besseres eingefallen, als den Menschen ihre Felder wegzunehmen, in einen Wald zu verwandeln und sie damit in die Städte zu treiben. Hier gibt es 20.000 Hektar Fichtenwald. Deswegen sind einige Dörfer vollständig verlassen.
Dieses versuchen wir wiederzubeleben. Einige Steinhäuser sind eingestürzt, andere dagegen gut erhalten. Da die meisten Familien viele Kinder hatten, führen Erbstreitigkeiten oft dazu, dass niemand sich um die Häuser kümmert. Die ehemaligen Bewohner Sarnagos werden nicht durch die öffentliche Hand unterstützt, obwohl sie ein wichtiges Andenken erhalten, verhindern, dass die Geschichte des Ortes in Vergessenheit gerät. In der ehemaligen Schule haben sie ein Volkskundemuseum errichtet. Die Erzählungen und die Familienfotos lassen mich spüren, wie schwer das Leben dieser Menschen gewesen sein muss. Der Winter hier ist hart und lang, der Sommer höllisch heiß. Getreideanbau und Viehzucht war alles, was sie hatten. Das bin ich. Mit meinen Cousinen. Das ist mein Vater. Und das ist meine Mutter. Viele alte Frauen liebten es, hier Wäsche zu waschen. Sie lieben es heute noch. Ich auch. Aber eigentlich habe ich lieber eine Waschmaschine. Waren Sie damals sehr arm? Ja, reich waren wir nicht. Du hattest hier deine 4 Hühner, deine 4 Ziegen, deine Schafe. Und ein Sturm konnte die ganze Ernte zerstören. Wir haben hier alles Mögliche erlitten. Aber wir waren glücklich. Wenn es schneite, war der Schnee oft so hoch. Mein Vater hat mich dann beim Fenster hinausgehoben, um mich in die Schule zu bringen. Ich habe damals mit meinen Eltern in diesem Haus da drüben gewohnt. Es lebten so viele Menschen hier, dass es nicht genug Häuser für alle gab. Die Hochebene der Altos de Soria, die Heimat der Wanderhirten und Merino-Schafe, ist heute eine demografische Wüste. Hier lebt nur noch ein Mensch pro Quadratkilometer. Ich fahre nach Aldealcardo, unweit von Sarnago. Der letzte Bewohner verließ dieses Dorf 1972. Solange ein Ort auch nur von einem einzigen Menschen bewohnt wird, muss die Gemeinde für die Instandhaltung sorgen. Danach erobert die Natur alles zurück. Dasselbe gilt für die Kirche. Die zuständige Diözese ließ das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert verfallen. Das bedauert der Bürgermeister Miguel Ángel López. Er ist verantwortlich für 8 bewohnte und 2 verlassene Dörfer. Für den Verkauf dieses Dorfes gab es vor einigen Jahren Verhandlungen mit einer deutschen Gruppe. Sie zeigte Interesse, aber letztendlich wurde nichts daraus. Ich glaube, man könnte dieses Dorf verkaufen, dann würden die Häuser und die Kirche wiederbelebt werden. Das wäre für mich als Bürgermeister eine wahre Freude. Hätte der Staat Eigentümer, die ihre Häuser nicht verfallen lassen, mit Förderungen belohnt, würden sich mehr Menschen um den Erhalt der Gebäude kümmern. Aber seit dem Ende der Franco-Diktatur, also fast ein halbes Jahrhundert, haben die jeweiligen Regierungen kaum etwas unternommen, um der Entvölkerung entgegenzuwirken. Auch kleinere Provinzhauptstädte und größere Dörfer wie Villar del Rio befürchten eines Tages verwaist zu sein. Hier lebt Miguel Ángel López. Er ist erst eine Woche vor meiner Ankunft zum Bürgermeister gewählt worden und voller Tatendrang. Er will das Landleben wieder aufwerten, will mit dem Vorurteil aufräumen, wer im Dorf bleibe, sei ein Trottel. Das ist die heutige Ausbeute. Jeden Tag legt jede von ihnen ein Ei. In diesem Bergdorf leben im Winter 38 Einwohner. Im Sommer kommen die Urlauber dazu. 2018 hat die Apotheke geschlossen. Die Regionalbehörden verweigern eine neue Lizenz, um sie wieder aufzusperren, weil es angeblich zu wenig Kunden gibt. Hey,
Ohne eine Apotheke auskommen zu müssen, hat die Menschen der gesamten Gegend in Aufruhr versetzt. Um Medikamente zu kaufen, müssen sie jetzt 40 Kilometer weit fahren. Wir stellen dem künftigen Betreiber der Apotheke das Geschäft und ein zusätzliches Wohnhaus mit Garage zur Verfügung, sowie 10.000 Euro an freiwilligen Spenden. 21 Apotheker haben ihr Interesse gezeigt, das Geschäft wieder in Betrieb zu nehmen. Deswegen können wir nicht verstehen, dass die Politiker, die in ihren Reden die Entvölkerung von Regionen beklagen, gleichzeitig die sind, die die Entvölkerung vorantreiben. Wenn es gewisse Dienstleistungen nicht mehr gibt, trauen sich die Menschen nicht, hierher zu ziehen. Und weil niemand hierher zieht, werden die Dienstleistungen eingestellt. Es ist ein Teufelskreis. Es regt sich Widerstand. Im März 2019 protestieren in Madrid tausende Menschen. Die Regierung hatte Maßnahmen gegen die Entvölkerung versprochen. Bessere Verkehrsanbindungen, schnelleres Internet, Gesundheitseinrichtungen. Aber wegen der aktuellen politischen Krise in Spanien geht nichts vorwärts. Noch lebt Villar del Río. Es hat zwar keine Apotheke mehr, aber es gibt noch ein Dorfgasthaus. Wenn es das auch nicht mehr gibt, dann ist es das Ende. Dann hören die Menschen auf, miteinander zu reden, erzählen mir die Einwohner. Und sie sprechen aus Erfahrung. Nur zwei Personen leben in einem Dorf und sie sprechen nicht miteinander? Kein Wort. Normalerweise ist es schwerer, je kleiner die Gemeinschaft ist. Bei vier Menschen hat man 8 Konflikte, bei 2 Menschen 5. Je weniger Menschen, umso konfliktreicher. Santa Cecilia heißt der konfliktträchtige Ort, in dem im Winter nur noch 2 Menschen leben. Als ich ankomme, ist nur einer der beiden da. Er war als Kind unglücklich, von hier wegziehen zu müssen. Die Rückkehr gelang ihm erst in der Pension. Im Sommer hat er Gesellschaft. Einige Familien verbringen hier ihren Urlaub. Von der Kirche sind nur 3 Mauern und die Glocken übrig. 7, 8 Männer im Anzug sind hier aufgetaucht. Sie sagten, raufklettern wird schwierig. Ich sagte, aber runter kommt ihr schnell, ich hol mein Gewehr. Da waren sie weg. Die Glocken bleiben, bis sie irgendwann abgehängt werden. Aber sicher nicht, solange ich noch lebe. Es gefällt mir, wie sehr die letzten Bewohner ihr Dorf verteidigen, als ginge es darum, die eigene Haut zu retten. Die Leute hier wissen, dass sie für Politiker als potenzielle Wählerschicht unbedeutend sind, weil sie zu wenige sind. Und für private Unternehmer bringen Investitionen in so dünn besiedelten Gebieten zu wenig Profite. Ich würde ja gern hier leben, aber ohne gutes Internet? Das ist zu lösen. Wie? Sie müssen Glasfaserleitungen legen. Das kommt zu teuer. Im Jänner leben nur 24 Menschen hier. Die EU stellt viele Millionen Euro zur Verfügung, um etwas gegen das Problem der Entvölkerung zu unternehmen. Aber die Lobbyisten haben eigene Projekte entwickelt, um die Millionen aus Brüssel abzuziehen. Das ist unglaublich. Wenn diese Gelder dann in den verschiedenen Ländern ankommen, darunter auch Spanien, dann verschlingen diese vielen Geschäftsmodelle das ganze Geld. Und kein Euro erreicht uns hier in den betroffenen ländlichen Gebieten. Es geht auf halbem Weg verloren. Die Aussage des Bürgermeisters von Villar del Río erinnert mich an einen spanischen Filmklassiker. Sein Titel: Willkommen, Mr. Marshall. Der fiktive Schauplatz trägt den Namen Villar del Río. Der Film spielt in der Nachkriegszeit und zeigt, wie sich ein Dorf herausputzt, weil eine amerikanische Kommission für die Vergabe von Hilfsgeldern erwartet wird. Sinnbildlich für die Zahlungen aus dem Marshallplan, die Spanien nicht erreicht haben, zieht die Autokolonne der Amerikaner nur am Dorf vorbei.
Über ein halbes Jahrhundert nach dem Filmklassiker sieht sich die spanische Landbevölkerung noch immer benachteiligt. Gefeiert wird trotzdem. Am Tag des heiligen Johannes erfreuen sich Jung und Alt an jahrhundertealten Traditionen. Viele Stadtbewohner genießen ihren Sommerurlaub im Dorf der Großeltern. In San Pedro de Manrique leben im Winter 600 Menschen, im Sommer sind es dreimal so viele. Es ist die größte Gemeinde der Hochebene von Soria. Anders als in den umliegenden Dörfern gibt es hier noch einen Kreisler, eine Apotheke und drei Gasthäuser. Hier treffe ich ein Ehepaar, das seine eigene Lösung für das Problem der aussterbenden Dörfer gefunden hat. Früher hatten sie ein paar kleine Geschäfte, bis keine Kunden mehr kamen. Heute sind sie fahrende Händler. Victoria und Hugo kauften einen Lieferwagen. Seither bringen sie alle möglichen Waren, die die Bewohner in den abgelegenen Dörfern bestellt haben. Pro Tag beliefern sie an die 30 Dörfer. Um ihnen hinterherzukommen, muss ich ordentlich aufs Gas steigen. Die Kosten für den Transport muss nicht der Kunde, sondern der Verkäufer tragen. Das macht die Einkäufe für die Bewohner leistbar und sie ersparen sich den weiten Weg in die Stadt. 2008, 2010 erreichte die Wirtschaftskrise unsere Region Soria mit ganzer Wucht. Und die Behörden haben bei den öffentlichen Einrichtungen radikal gekürzt. Buslinien, öffentliche wie private, wurden eingestellt. Ärzte und Krankenschwestern kamen nicht mehr. Die Apotheke, das Gasthaus sperrten zu und der Kreisler musste auch schließen. Im Juni 2013 haben auch wir unser Geschäft aufgegeben. Es funktionierte einfach nicht mehr, weil es kaum Leute gab. Und die wenigen waren schon zu alt, um den weiten Weg zu uns zu gehen. So kommen wir auf die Idee, es andersrum zu machen. Heute sind wir ein Zustelldienst. Wir versorgen mehr Menschen als früher, sodass sie nicht abwandern müssen. Wir liefern ohne Zusatzkosten. Die Menschen hier zahlen Steuern, aber sie bekommen keine Leistungen dafür. Die Folgen der Entvölkerung am Land sind wirklich gravierend. Die Wälder, die Natur, das ganze Land wird vernachlässigt. Wir verlieren unsere Identität. Wenn in den Dörfern keine Menschen mehr leben, geht viel Weisheit verloren. Wir verlieren unsere Bräuche und unsere Esskultur. Deswegen sage ich auch, dass unsere Identität verloren geht. Hugo und Victoria werden von den isoliert lebenden Dorfbewohnern wie Freunde empfangen. In Los Villares sind nur 8 oder 9 Häuser bewohnt. Ich habe in Madrid studiert und habe alles getan, um so bald wie möglich wieder hierher zurückzukommen. Kaum habe ich die Gelegenheit gefunden, war ich auch schon da. Und ich bin sehr glücklich mit meinem Leben hier. Dank Ihrer Hilfe auch. Das muss ich schon sagen. Für mein Leben habe ich keine großen Wünsche mehr. Ich denke eher an die jungen Menschen, die aber leider nicht hierher ziehen werden. Doch, doch. Mit unserem Zustelldienst und der Schönheit deines Dorfes werden die Jungen schon kommen. Adios, Toño. Die Hoffnung, Initiativen einfallsreicher Jungunternehmer könnten die Landflucht verringern, hält sich in Grenzen. Der Altersdurchschnitt dieser Region ist der zweithöchste der EU. In Matanza de Soria sind gerade einmal 40 Einwohner gemeldet. Man hat mir erzählt, dass der monotone Alltag der Ortschaft durch eine junge Bewohnerin in Schwung gekommen ist. Ich treffe zufällig ihre Tante, als Anna kommt. Hola, hola. Ay, qué alegría me da. Ver algo así. ¿Qué? Ver qué. Así, la tía Isidra.
Früher, da hatte jeder 8 oder 9 Kinder. Es gab nicht genug für alle, um hier zu leben. Sie mussten in die Stadt ziehen, um im Leben weiterzukommen. Wie mein Vater. Er war ein Hirte. Als er 14 Jahre alt war, verbrannte er seine Jacke, damit seine Mutter böse auf ihn würde. Nur so konnte er nach Madrid gehen, wo seine Brüder schon waren. Sie hatten keine Ahnung, was sie erwartete. Sie waren Hirten. Sie hatten nicht einmal ein Badezimmer im Haus. Schlecht hat man immer gelebt. Anna will mit dem Mythos des sterbenden Dorfes aufräumen. Mit viel Pioniergeist beginnt sie, aus alten Traditionen Neues zu schaffen. Sie hat einen Weinkeller und vergrößert ihren Betrieb noch mit einer neuen Anlage mitten im Dorf. Jeder Schritt ist mühsam. Die Bürokratie und die Alteingesessenen mit ihren Vorurteilen gegenüber allem Neuen legen ihr viele Steine in den Weg. Aber die junge Winzerin schafft es. Sie absolviert eine fundierte Ausbildung und sammelt Erfahrungen bei Weinlesen in Neuseeland und Südafrika, bevor sie im Heimatort ihrer Großeltern Fuß fasst. Ihren Rotwein benennt sie nach dem Spitznamen ihrer Großmutter, La Loba, die Wölfin. Gemeinsam mit ihrem einzigen fixen Mitarbeiter, Eduardo, produziert sie jährlich an die 8000 Flaschen Rotwein. Anna und Eduardo wollen nicht, dass ihr Dorf so endet wie Val de Gruia. In den 70er Jahren begann die Abwanderung in diesem Ort. Die letzten Bewohner, ein Ehepaar, verließen Val de Gruia 1997. Zurück bleibt ein idyllischer Trümmerhaufen, in dem nur noch der Friedhof gepflegt wird. Unsere Großmütter haben uns, als wir kleine Kinder waren, gedroht. Sie sagten, wenn wir nicht brav sind, bringen sie uns nach Val de Gruia. Die Menschen haben dieses kleine Dorf verlassen und das hat uns Angst gemacht. Die Großmütter sagten, ich lass dich hier mit all den Gespenstern und Geistern. Hier war es nicht immer so. Das war ein echtes Dorf. Die Kirche ist noch gestanden, auch das Haus dahinter. Wenn ich darüber rede, werde ich sehr traurig. Es ist die Vergänglichkeit, die Großeltern, wie hart sie dafür kämpfen mussten. Das Dorf ist nicht von selbst entstanden, weißt du? Und man hat es verfallen lassen. Das ist traurig. Die Leute gehen weg, auch weil sie nicht schätzen, was sie haben. Man sollte den Boden lieben, auf dem man lebt. Wenn du nicht schätzt, was du hast, lässt du es verfallen, sobald du nicht davon profitierst. Und wenn auf einmal jemand entdeckt, dass man hier Gewinne machen kann, dann müssen die Bewohner weichen. Das ist das Traurige. Und dass ich meine Großmutter vermisse, das ist das Wichtigste. Wenn die Bevölkerung wegzieht, verfallen nicht nur die Häuser, auch die Felder werden dann nicht mehr bearbeitet. Anna pachtet mehrere dieser brachliegenden Felder und kultiviert die alten Weinreben. Ein verwilderter Schatz, am Fluss Duero gelegen, eine der besten Weinregionen Spaniens. Dieser Weinberg ist brachgelegen. Was heißt das? Die Weinstöcke waren nicht mehr zu sehen, sie waren verwildert, aber sie lebten noch, weil die Weinrebe eine wilde Pflanze ist. Was der Mensch mit ihr macht, ist, sie sanft zu leiten, damit sie ihre Kraft voll entfaltet. Dann setzt man sie um und neues Leben entsteht. Diese Reben sind sehr wertvoll, sie sind mindestens 100 Jahre alt. Das ist ein einzigartiges Erbe, das sonst niemand hat. Das wurde uns übergeben. Das Wichtigste für mich ist, die wertvollen alten Weinberge zu retten, die nur wegen einer Politik der Misswirtschaft und weil die Menschen von hier weggegangen sind, brach liegen. Es ist an der Zeit, Verbliebenes zu retten, weil sonst alles verloren geht. Vom
vom beschaulichen Leben in einem spanischen Dorf geht es jetzt ins Gegenprogramm. Im Weltjournal Plus berichten wir über den Tourismuswahnsinn auf den spanischen Urlaubsinseln. 10 Millionen Touristen kommen jedes Jahr nach Mallorca. Legendär sind auch Urlaube auf der Partyinsel Ibiza. Für die Einwohner aber sind die lauten feiernden Horden oft die Hölle. Bleiben Sie dran.